lange Beine. Theater für, aber auch mit Menschen, die an einer psychischen Erkrankung leiden. Hier in H, auf dem Gelände der einstigen Psychiatrie, wo schon 1912 dieses Gebäude als Gesellschaftshaus für die Mitarbeiter diente, findet Inklusion auf höchstem Niveau statt. Uns ist eben wichtig, nicht mit dem Finger auf Inklusion zu zeigen, weil wir in dem Moment genau das Gegenteil von dem tun, was Inklusion eigentlich will. Wir möchten die Leute einfach einbinden. Und dazu gehört eben auch, dass wir mit Gruppen zusammenarbeiten wie der Freien Bühne München, die mit Nichtbehinderten und mit behinderten Schauspielern arbeitet. Und manchmal löst sich, wenn man so einen Abend mit denen erlebt, lösen sich diese Unterschiede, von denen man glaubt, dass sie da sein könnten, eigentlich völlig auf. Menschlich und sozial, so sollen auf den Bühnen im kleinen Theater in H die Begegnungen sein. Ich glaube nicht, dass man mit einem Menschen, der psychisch erkrankt ist, erstmal per se anders umgehen muss, als mit einem Menschen, der nicht psychisch erkrankt ist. Also hier geht es vielmehr um den Umgang der Menschen miteinander überhaupt. Und ich glaube, die meisten erkrankten Menschen möchten auch gar nicht dauerhaft in irgendwie Watte gepackt werden, sondern sie möchten als das akzeptiert werden, was sie sind. Sie sind nämlich erstmal Mensch. Und dieser Mensch hat eben was Besonderes, nämlich diese psychische Erkrankung. Und die wollen viele Erkrankte auch als Chance sehen und daraus sich auch weiterentwickeln. Permanent weiterentwickelt hat sich das kleine Theater in H seit 2013, auch hier im Café des Hauses. Demnächst steht hier auf der Theaterbühne Gio Clementi mit Solo Vino, einer surrealen Theaterreise in die berauschende Welt des Weins an. Und auch die Abgründe eines Komikers werden hier nicht verschwiegen. Da kommt der Michael Lechtenberg hierher zu uns, den man auch kennt. Und er wird Geschichten um Karl Valentin, um Liesel Karstadt eben hier zum Besten bringen. Und da freue ich mich schon sehr drauf, bin sehr gespannt, wie das werden wird. Und auch dieses Schmuckkästchen in den Räumen des kleinen Theaters H ist ein Ort, an dem einst vor allem die Mitarbeiter der Psychiatrie zur Ruhe kommen sollten. Es war immer das, was es ist, ein Raum für Christen, evangelische Christen hier auf dem Gelände der ehemaligen Psychiatrie und wird heute genutzt für Andachten, zum Beispiel zu Weihnachten oder zu Ostern und auch immer mal für kleine Kammerkonzerte und ist für mich, wenn ich mich mal zurückziehen will, ein kleiner Moment, wenn einem alles ein bisschen viel wird, ist es der Raum, wo man am schnellsten, glaube ich, auch mal runterkommt und sich beruhigen kann. Ach ja, und auch die fünfte Jahreszeit darf hier nicht fehlen. Jürgen Kirner wird beim zweiten Starkbierfest im Kleinen Theater H am 1. März, wenn hier die Theaterstühle gegen eine Bierzeltbestuhlung ausgetauscht werden, innerhalb eines bunten Programms die Fastenpredigt halten.